Ja, da ist wirklich alles noch da. Stunde zusammen, Jiri! Los, Robassamau. Ja, großartig. Damit die uns nicht verraten, nur vorsichtshalber. Oh, das muss fake sein. Komm, dreh dich um, Alter. Dreh dich um. Ah, dreh dich um. Jetzt reicht's aber. Kavniuk. Ups, das war zu früh. Boah, das war knapp. Okay. Dann sind wir jetzt wieder hier. Dann haben wir jetzt hoffentlich eine bessere Chance. Und wir fahren, und wir fahren. Okay. Hinter den Rechnern ist auch noch einer. Na toll. Wieso blicken das Ding jetzt schon wieder? Hat es das vorher auch schon getan? Alles klar. 20 Anläufe und wir haben es doch endlich geschafft. Puh. Ich stelle mich mal hier drunter. Noch mehr über uns. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Citara hat einen Schulverweis, weil sie dem T-Rex was in den Kaffee getan hat. Angeschlossen hat, viele Ranch, vor allem mit Cyberangriffen, mit Zweifel. Achso, hatten wir ja schon. Na los, komm. Die tummeln sich alle hier vorne. Oh. Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch. Oh. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, hau ab! Wir haben die Position nicht. Ich hab ne Frequenz, los! Oha. Verlass das FBI-Gebäude. Ja, versuche ich jetzt. Die werden uns so dermaßen am Arsch kleben jetzt. Das ist gar nicht cool. Schnarch. 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 Ich liebe Aufzug fahren. Deswegen nehme ich immer die Treppen. Da, 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 da. Entschuldigung. Scheiß drauf. Da ist der Ausgang. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Tür öffnen, aber die ist allein offen. Oi. Habe ich hier irgendwo ein Auto? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Na, dann gehe ich eben zu Fuß. Meine Güte. Immer klaut mir das Spiel mein Auto. Das ist aber nicht wahr. Lalalalalala. Wird der Bereich immer größer oder? Mein, ja, da spinne ich. Nein, ich spinne. Zack. Und die Mission ist auch abgeschlossen. Okay. Die wollte ich gar nicht. Ich bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf dem Dellums ist unser erster Punkt. Okay. Ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte. Das ist wo? Okay, da oben. Dann brauchen wir erstmal ein Auto.
Auto auf Abruf. Ist eine Bestellung. Komm. Wir nehmen den mal. Und das Auto steht da vorne. Gut, ich würde sagen, wir machen diese Mission hier noch fertig und dann ist auch erstmal Schluss für diese Aufnahmesession. Weil so langsam werde ich ein bisschen... Ich werde müde langsam. Und so langsam werde ich auch ein bisschen... Bisschen richtig mundfaul. Ja, ich spiele auch schon wieder eine ganze Weile. Zweieinhalb Stunden ungefähr spielen wir wieder. Das finde ich reicht auch erstmal wieder für den Anfang. So geht das Let's Play auf jeden Fall weiter. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich ja noch ein paar Folgen in petto. Ein paar bereits fertige Folgen, deswegen ist alles auch nicht mehr ganz so aktuell. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder ein paar Tage oder Wochen mal wieder nicht spiele. Wer weiß, mal gucken. Vielleicht mache ich es auch fertig. Weil ich ja auch irgendwann mal hiermit fertig werden will, ne? Ich habe ja gesagt, ich werde das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Auf jeden Fall. Nur es dauert eben halt alles ein kleines bisschen. Und wenn es eben halt noch ein bisschen was länger dauert, ist es dann auch nicht so schlimm. Entschuldigung. Okay. Bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Alt. Au. Boom. Ich ahne Böses. Ladebildschirm. Platziere einen Sendeempfänger auf der Antenne. Hey, Wrench. Ich hab ja gleich den dritten Punkt. Los, beeil dich, Mann. Wie ist es mit der Kellnerin gelaufen? Gehen auf ein Konzert nächsten Donnerstag. Cool. Ja, die scheint echt in Ordnung zu sein. Nicht wie... Sofort stehen bleiben. Ich mach überhaupt nichts. Auf den Boden. Jetzt. Ich geh mit der Katze Gassi. Wrench? Wrench? Shit. Na, große Klasse. Sitara, Wrench ist weg. Das FBI hat ihn. Hab ich gehört. Scheiße. Gib mir seine letzte Position. Hat keinen Sinn. Sie bringen ihn in das Versteck. Du musst die Triangulation beenden, um herauszufinden, wo er ist. Beeilung. Na toll. Das sagt die so leicht. Komm schon, ich muss das schaffen. Ja, Alter, wenn du mich hetzt, ne, dann geht gar nichts hier, ne, also. Auch noch da oben. Warte mal, dann würde ich wahrscheinlich das so machen lassen müssen. Dann den kleinen Heli. Eins geht schon mal durch, das ist schon mal nicht schlecht. Entweder liegt daran, dass ich momentan nicht ganz so auf der Höhe bin, beziehungsweise nicht ganz so voller Energie, oder es liegt einfach nur daran, dass ich allgemein einfach nicht ganz auf der Höhe bin, dass ich so ein bisschen hier und da ein bisschen kleinere Probleme habe. Aber was heißt Probleme? Ich will jetzt nicht unbedingt Probleme sagen, ich würde eher nennen, kleinere Schwierigkeiten, das zu... Von oben auch noch. Wie soll ich denn das bitte hier oben zuerst freikriegen? Indem ich die Dinger erstmal umdrehe. So. Erledigt. Gut. Ich bin doch recht auf der Höhe, wie es aussieht. So, jetzt geht's um Wrench, ne? Sendeempfänger platziert. Triangulation läuft. Es ist die alte 16th Street Station. Mal sehen, was da läuft. Hack dich in die Sicherheitskameras. Ich hack mich rein. Ist das so ein Roy Orbison-Ding oder was?
Also, mein Dad hat gesagt, Roy hat die Brille getragen, um sein Lampenfieber zu überwinden. Okay. Ich stelle eine Frage. Ist die Antwort ja? Dann gehen Sie als freier Mann mit der Maske. Wer zum Teufel ist Roy Orbison? Ist die Antwort nein, dann bleibt die Maske weg. Sie gehen in den Knast und bleiben genau der, den Sie im Spiegel nicht sehen wollen. So sieht's aus. Sie sind Mitglied von DedSec. Fakt. Sie legen sich mit dem Staat an. Fakt. Sie werden als Staatsproblem behandelt. Fakt. All diese Punkte zusammen eröffnen mir eine Reihe von Optionen. Sie sind ein feindlicher Kämpfer. Das heißt terrorhaft. Guantanamo eventuell. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Sie helfen mir mit DedSec. Bringen mir Ihre Zero Days und Infos über die gesamte Gang. Sie bringen mich rein. Gottverdammt. Okay, sehen Sie. Im Moment bin ich für Sie der Gott. Geben Sie mir was. Bringen Sie mich auf eine Spur. Namen, Adressen. Ich schwöre Ihnen, Sie wollen mich auf Ihrer Seite. Sie können Stop. Nicht... Ich habe ihm gesagt, dass er seine Zeit verschwendet. Sie gefährden diese Untersuchung. Sie haben hier nichts zu sagen, nichts! Dann nur zu! Sagen Sie es dem Boss! Rufen Sie Chief Agent Monroe an, und zwar jetzt! Vor dem, was noch kommt, nicht mehr beschützen. Das FBI will ein Exempel an ihm statuieren. Ich meine, dafür sind sie ja da. Schade drum, aber du kannst dich entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du einsteigst oder ob du überrollt wirst. Sie machen alles, was wir gegen diesen Kerl in der Hand haben, unzulässig. Entschuldigung. Weil es Agent Fuentes so schwerfällt, die Dinge langfristig zu betrachten. Du kannst jetzt gehen. Erzähl deinen Freunden von dem Deal. Wenn das FBI sie in Ruhe lassen soll, müssen sie nur zu mir kommen. Ja, zu mir! Ansonsten wird es ziemlich hässlich. Nein, 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 nein. Nope. Ich finde, es ist Zeit, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Wie ein großer Junge. Und der Welt zu zeigen, was du wirklich bist. Ich lasse euch zwei Turteltäubchen dann mal allein. Bringen Sie ihn raus. Ordentlich. Was soll ich nur mit dir machen, Marcus? Was soll ich nur mit dir machen? Oh, verdammt, ihr Drecksschweine! Ich hol mir diese Maske zurück! Wrench? Ich bin hier. Ich hol dir deine Maske zurück. Du hast das gesehen? Niemand behandelt dich so. Nein, Marcus, Mann. Du hast jetzt echt wichtigere Sachen zu tun. Scheiß drauf! Ich pass auf dich auf. So sieht's aus, du bist mein kleiner Bruder. Punkt. Diese verdammten Arschlöcher. Darauf sollen wir reinfallen? Die kriegen uns nicht, die kriegen uns niemals. Wrench braucht diese Maske. Wenn einer aus dem Team was braucht, holen wir's. Absolut. Dann hacke ich ihren verfluchten Server und hol mir alle Daten über ihren kleinen Erpressungsplan. Waschen wir dreckige FBI-Wäsche. Oh yeah. Und ich glaube, diese Folge wird doch ein bisschen länger dauern als gedacht. Boah, das FBI ist so richtig im... Drecksschweine. Ich dachte, die CIA wäre so mies, aber das FBI ist ja auch genauso mies, ey. Oh, ey. Aber jetzt haben wir Wrench mal ohne Maske gesehen. Ich hab zwar schon Bilder gesehen, wo er diese fette Narbe hat, aber mich würde echt mal interessieren, wo er die her hat. Spürt ihn auf. 16th Street Station.
Die Maske muss hier irgendwo sein. Falsche Seite. Okay. Erstmal die Gegend hier erkunden, also das Gebiet. Aber wir haben es jetzt mit etwas zu tun, was nicht leicht ist. Okay, das ist nur eine Steuerung. Das Geld. Jetzt keine Kamera, nichts. Ach du Schande. Oh, und diese Lasersysteme wieder. Na, großartigst. Und ein Wachposten. Nur die Frage, wie komme ich jetzt da rein? Das war jetzt ein unnötiger Umweg, aber okay. Der guckt natürlich direkt hier hoch. Uiuiui, das ist aber knapp hier. Okay. Gibt es denn keine Kameras? Ah doch, da. Die Maske sollen wir uns holen, okay. Gut, den Typen hat es umgehauen. Gut. Gehackt. Da müssen wir physisch hin, okay. Da vorne. Ist hier drin nur ein. Okay, hier komme ich so nicht rein, schade. Oh. Da sind zwei hier drin, okay. Verdammt. Kann ich hier irgendwie umnatzen? Ja, ich hab doch nicht die Pistole. Bescheuertes Stück. Ich wollte den Elektroschocker nehmen, ey, nicht dieses. Ach. Ja. Denk dran, es spürt ihn auf. Gut, dann mache ich das eben so. Schieß, wie viel auf einmal? Alter Schwede. Verdammt, hat nur einen erwischt. Ich sehe niemanden. Ich gehe weiter. Verdammt. Ich werde wahrscheinlich alle umnatzen müssen. Wenn die wüssten. Kann ich ihn nirgendwo hinlocken?
eine Idee. Das sollte nicht passieren. Scheiße, er ist weg. Lass uns Schluss machen. Alter, Waffe wechseln. Gott, nein. Mann, diese Waffenwechsel-Scheiße hier immer. Ja, egal, dann baller ich mich hier eben durch. Ist mir auch egal jetzt. Dann ist das jetzt halt so. Komm nur durch. Gott nochmal. Noch auf die andere Seite. Alter. Genau. Noch langsamer, Junge. Laufen. Wow, Kamera. Okay, was soll ich jetzt noch? Ja, ich hab die Maske doch. Hat es nicht gezählt oder was? Wollen die mich jetzt verarschen hier? Alter! Vom Nahkampf! Haben die mich gefunden, die Dreckskerle hier? Es läuft ganz und gar nicht so wie gewollt. Dann ist das jetzt so. Kacke, verdammte Axt. Oh, Deckung, Junge. Wo finde ich hier Deckung? Der Verdeckte. Hey, ich sitze. Bin getroffen. Schön gut das ganze Geld hier und so, aber ganz ehrlich, das war echt voll bescheuert. Muss mich irgendwo verstecken. Schreibt aus! Ich brauche echt eine Waffe mit Schalldämpfer. Ganz, ganz, ganz dringend, ey. Einfach auf.
Sicherheit! Sie können... Was? Ich finde es interessant, wie schnell die einen warnen können. Das ist nicht wahr. Wo kommt der denn auf einmal her? Dann soll er hier oben bleiben, ist mir auch egal. Ich will nur die Maske haben. Jetzt nimm die Maske. Und brauchst keine 20 Jahre dafür. Dranbleiben! Ich hab die Maske. Pass gut auf das Ding auf. Sicherungsterminal. Oh, das auch noch. Da hinten. Mein lieber Herr, danke für eine. So, jetzt aber. Nein, nicht da. Der ist da hinten, okay. Ist auch der einzige noch, wie es aussieht. Ich will eigentlich gar nicht so viel rumschießen, das ist das Problem, aber ja, die machen es einem echt nicht einfach hier. Ich schicke euch jetzt ihr Zeug. Oh Mann, wir sind nicht allein. Die sammeln Daten über alle Hacker-Gangs. Das ist ihr Plan. Oh fuck. Daran habe ich es gar nicht mehr gedacht. Mal los! Ja, nein. Nächstes Mal vielleicht. Servus. Schüttel deine Verfolger ab. Alles klar. Mal schön auf die Karte achten, so zwischendurch. Okay. Schaut überall nach! Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Wrench, bleib da. Ich bring dir dein Zeug zurück. Was nur aus einer Maske besteht. Was schon. Na, trauriges. So, bringen wir Wrench noch eben die Maske zurück. Und dann machen wir auch Feierabend für heute. Klar, dass es da oben ist. Die Frage, Parkhaus ist das, ne? Ja. Sieht zumindest schwer danach aus. Hier geht's weiter hoch, da hinten, ne? Ja, hier. Noch weiter hoch? Treppen? Kein Bock zu Fuß hochzulaufen. Was ist das denn bitte für ein Parkhaus, dass man hier nicht weiter hochfahren kann? Oh, da muss ich die Treppen eben nehmen. Meine Güte. Klar, ich kann die Treppen nicht. Nehme ich die Treppen hier eben. Lauf. Nee, 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 nee. Ah, schöner Ort. Tut mir leid, dass du da durch musstest, Mann. Dieser ganze Scheiß, den Dushan erzählt hat.
würde dich nie verraten. Er will uns bloß auseinanderbringen. Das werde ich nicht zulassen. Hör zu, er hat das FBI auf der Kurzwahltaste und wird uns echt zusetzen, also brauche ich euch alle. Wir schaffen das nur alle zusammen. Das sind wir. Danke, Marcus. Das FBI hat Hacker gezwungen, sie mit Hacking-Software für ihre eigenen Zwecke zu versorgen. Mit dieser Software umgeht das FBI das Rechtssystem und erhält ohne Aufsicht oder Kontrolle Zugang zu euren privaten Daten. Das FBI hat ein DedSec-Mitglied rechtswidrig festgehalten, um uns zu zwingen, auch für sie zu arbeiten. An das FBI: Dies ist kein Polizeistaat. Ihr seid keine Geheimpolizei und unsere Verfassung existiert nicht nur zum Spaß. Wir haben euren Plan, Hacker zu erpressen, entlarvt. DedSec beobachtet euch weiterhin, zum Wohle jedes einzelnen freien Bürgers. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Ah, Mission. Mission abgeschlossen. Na, das war jetzt aber eine Tortur, die Mission. Wie ich immer den Ausgang hier suche. In jedem verdammten Spiel suche ich wie blöde den Ausgang. Ich werde hier nie wieder runterkommen, glaube ich. Ah, da vorne. Gut. Ich würde sagen, dann fahre ich noch eben schnell zum Hauptquartier. Speichere. Und dann machen wir auch Feierabend für heute. Denn wir haben echt gut was hingekriegt, finde ich. Sind jetzt, ich glaube, jetzt nicht allzu weit gekommen. Aber wir haben auf jeden Fall ein gutes Stück weitergemacht. Und ich bin auch soweit zufrieden. Gut, es hätte hier und da ein bisschen besser laufen können. Oh, mein Auto steht mal da. Es hätte hier und da ein bisschen besser laufen können, klar. Aber es kann ja nicht immer perfekt laufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt immer schwieriger wird, im Stealth-Modus zu spielen. Deswegen baller ich auch so viel rum. Und weil ich momentan ein bisschen Bock habe, viel rumzuballern. Ich glaube, das beeinflusst zwar das Endergebnis des gesamten Spiels. Aber ich denke mal, es gibt Schlimmeres. So, das nächste Hauptquartier ist hier. Gehen wir da hin direkt. Weil wir haben hier schon ein bisschen Überlänge. Ich hatte ja damals gesagt 30 Minuten. Und wir haben jetzt schon 33 Minuten erreicht. Gut, Sequenz hier und so. Tralala. Naja, wie gesagt, es gibt schon was. Dann fahren wir jetzt mal eben kurz speichern. Und dann ist auch erstmal Feierabend. So. LKW bewegt deinen Arsch. Oh, das ist super versteckt. Hallo, bitte öffnen. Was denn? Ah ja. Wow. Das ist so, als würde man jemanden... Ernsthaft jetzt? Zwei vom alten Schlag. Davon ist das Poster voll ab. Na, okay. Das ist super. Wir haben gerade einen Keil zwischen Blum und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. Gut, ich suche das Bett. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Betty, 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 Betty. Wo ist denn das Bett jetzt, verdammt? Nein, da spreche ich es nicht. Gibt es hier kein Bett oder was? Was ist das denn hier für eine Bude, wo es kein Bett gibt oder sowas? Klamotten und so ein Scheiß gibt es ja, aber... Ah, doch, da. Sehr gut. Gut, ausruhen. Komm. Bis 9 Uhr. Und ich sag dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Watch Dogs 2. Dann geht's dann hoffentlich spannend und lustig weiter. Macht es gut. Bis demnächst. Und immer schön
chillig bleiben. Ne? Mach's gut. Ciao.